Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Und ja, in der letzten Folge haben wir relativ viel erreicht, ne? Ihr habt ja jetzt gerade mitbekommen, wir befinden uns jetzt in der blauen Kathedrale, nachdem wir in der letzten Folge drei Bosse, oder kann man sagen, drei Bosse, auf jeden Fall, wir haben einmal, ne, den Drachenwächter erledigt, den Drachen. Wächter, den Drachenfürsten. Jetzt muss ich schon mal kurz gucken, wen haben wir erledigt? Oh Gott, Drachentöter? Nee. 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 Rattenprüfer, den hat man in der vorletzten Folge, genau. Freier? Nee. Oh Gott, ich glaube, den Drachentöter, ne, hat man in der letzten Folge erledigt. Plus noch den Wächter, wie schon gesagt. Und den Drachen, der sich hier oben befindet bei dem Feuergebiet. Also, der sich hier oben befunden hat. Aber er müsste jetzt, glaube ich, auch tot sein, ne? Hä? Oh, okay, hier war ich noch nicht. Gut. Ich dachte, das wäre jetzt der gleiche Ort gewesen. Gut, dann bin ich einen anderen Weg gelaufen. Alles klar. Naja, dann geht's weiter, ne? Warum habe ich die Truhe übersehen, als ich das aktiviert habe? Hm. Na, auf jeden Fall, wir haben den Drachen hier erledigt, der hier gewesen ist. Haben, ne, wie ihr schon seht, die Brücke gemacht. Und ja, mal gucken, was uns jetzt noch Schönes erwartet. Den können wir unboxen. Ja, sehr schön. Okay, die Frage ist jetzt, geht es bei dem Typen? Na gut, wir könnten uns theoretisch jetzt dem blauen Ei zu widmen, damit der eine Typ da mit uns spricht. Weil er ja gesagt hat, wir sind in seinen Augen unwürdig. Genau, dieser Typ hier hat gesagt, wir sind unwürdig, deswegen gehen wir noch mal kurz zurück, reisen nach Machula. Gut, mittlerweile haben wir auch relativ viele Seelen am Start, sorry. Greetings. Na komm, steh auf. Alter, okay, das ist geil. Was wollte ich machen? Ich wollte auf. Oh Gott, Giftresistenz geht jetzt nicht? Oh, das ist natürlich auf 76. Ha. Okay, hier würden wir Versteinerungsresistenz bis 84 bekommen. Okay, 76 Giftresistenz. Sehr gut, let's go. Weil, wie gesagt, ich würde ja gerne, ne, sehr viel Resistenz haben gegen Gift, weil ihr habt es ja mitbekommen. Wir sind ja in einem Gebiet gewesen, was uns ziemlich den Hintern versohlt hat in Richtung Gift. Ach so, stimmt, jetzt weiß ich wieder, was wir wollten, was ich machen wollte. Genau. Aber dafür muss ich dann erstmal wieder zurück ins Schloss. Hallo? Bin ich da? Ja, können wir noch mal reden und bleibst du cool? Genau, bei ihm haben wir ja das Outfit der Sünderin geholt. Ich würde sagen, wir holen uns einfach noch ein bisschen mehr, ne? Why not? Thanks for the purchase. Do come again. Okay. Wie gesagt, wenn man genug Seelen bei ihm ausgibt, kriegt man was Besonderes und das würde ich gern haben wollen. Und den blauen Eid, genau, wir wollen den Eid ändern.
Greetings. Oh. You do have a time. Ja, ich will mein Eid widerrufen. Warte mal, kann ich? Genau, der blaue Eid. Rang 1, Rattenkühl. Ja. Hier. Okay. Und ich will gern... Kann ich nicht den Eid bei ihr wechseln? Ging das nicht? Na gut, dann muss ich wieder zu unserem Kollegen hier oben hin, ne? Der macht das, glaube ich. Genau. So. Dankeschön. Eid geleistet. Jetzt sind wir der blaue Ritter. Und dann geht's zurück zu... Ist das das? Okay, gut. Jetzt können wir mit dem Typen reden. Und wir hatten ja noch einen Weg gehabt, wo jemand versteinert war, ne? Da würde ich dann gerne hingehen. Grüße. Transient being. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not needed. Aber ich hab den blauen Ring. Ich hab extra den blauen Ring angelegt. Mann, toll, super. Naja, danke für nichts, ne? Ist mal. Naja, egal. Soll er sehen, wo er bleibt. So, genau, wir müssen wieder dahin. Ist halt auch wieder super, ne? Dass beide angerannt kommen. In dem Takt der Musik zuschlagen, so ungefähr. So will ich das sehen, so und nicht anders. So, der nächste bitte. Sehr schön, der kommt alleine, oder? Ja, der kommt alleine. Okay, das ist cool. Das gefällt mir gut. Okay, cool. Ach, jetzt kommt er. Natürlich. Jetzt. Hallo. Na, put. Okay, das war der hier, ne? Ja, das war der. Hallo. So, ruh dich erstmal aus, ne? Bisschen Kraft tanken. Wunderbar. Das läuft doch jetzt so gut.
Nun. Der nächste bitte. Hey du. Oh shit. Alter. Okay, das war mies. Aber war meine Schuld. Das hätte ich besser timen können. Aber warte mal, geht's hier noch irgendwo lang? Guck mal, wie kommt man denn da hin? Wie kommt man da hin? Haben wir irgendwo einen Hebel wieder zum Aktivieren gehabt? Jetzt muss ich doch noch mal gucken, sorry. Ich muss noch mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Ja, guck mal, da ist doch ein Hebel. Da ist ein Hebel. Und ich hab's nicht gesehen. Super. So. Okay. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, das war für den Bosskampf. Damit wir nicht in die Grube fallen, konnten wir hier quasi... Ja, ja, okay. Okay, gut. Ne, man kennt es ja. Damit wir nicht irgendwo runterfallen, können wir das dadurch aktivieren. Dass es nicht heißt, ja, ich bin gestolpert und abgestürzt, sondern ja, ich wurde erledigt, ganz normal. Stimmt, das war der Weg gewesen. Das war ja ein ganz anderer Weg, als ich jetzt dachte. Hm, wait, wait, wait. Hä? Achso, ja. Aber war denn jetzt der Weg, wo der eine Typ versteinert war? Oh, hallo. Oh la la. Na, Grüße. Oh, hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Ja. Ja, let's go. Okay, cool. Krass. Ja, aber wer bist du? Miracles began as tales told by gods. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your faith. Miracles have been passed down through us since the first flame. Isn't it extraordinary to think they've existed since the very origins of the world? And now, you can have this power for yourself. Don't miss out on the road to enlightenment. What is the first flame? Well, it's... You're not ready to comprehend it, I'm afraid.
You require more faith and more miracles. Many more miracles. Na toll. Hat sie was für uns? Glocke, Ring, erhöht Willen. Klingt gut, kostet verdammt viel, aber... Ja. Oh, wow. Be with you. Sind wir hier bei Star Wars. Rötliches Wasser. Ich bin gespannt. Ich kenne mich jetzt hier, bin ich ehrlich, kenne ich keine Ahnung. Das ist jetzt komplett... Also ich bin jetzt nicht sicher, ob wir hier überleben oder ob wir sterben, weil wenn sie sagt Wille und Glaube, weiß ich nicht, ob wir zaubern müssen oder ob unsere Waffe effektiv ist. Aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht können wir ja hier einen Bonfire finden. Oh. Grüße. Hä? Wer ist das denn? Okay. I don't know who you are, but believe me, B. The frailty of the weak disrupts the dark. Oh. The dark. Warte, können wir nochmal? Leave me alone. I'm interested in one thing, dark. You haven't the gift. Leave me alone. Ja, ja, ist ja gut. Jägerheim. Okay, cool. Neues Gebiet. Geil. Let's go. Ehrlich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine komplett neue Gegend ist. Oh. Oh. Alter. Was zum Teufel? Was lacht hier? Okay. Oh shit, Gift. Was ist das? Ist das eine Motte oder was ist das? Ist das einfach nur Giftregen? Das ist Giftregen, oder? Nee, das sind irgendwelche Schmetterlinge, irgendwelche Motten. Sehr gut. Kommt mir das Gebiet bekannt vor? Oh. Ja, ich glaube, es kommt mir bekannt vor. Gut, ich habe nichts gesagt. Es kommt mir bekannt vor. Alles klar. Stimmt, hier sind ja die Geräusche. Autsch. Gift. Und da ist es wieder. Gift. Mein Freund. Alter. Bist du wahnsinnig? Oh, hi. Kannst du nicht einfach die gute Tür kaputt machen? Was geht bei dir? Sag mal. Mach da einfach die Tür kaputt. Ich glaube, es hackt. So, können wir hier irgendwo hinsprechen? Ach, das ist das Gebiet. Alles klar. Wow, 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 wow. Gut, das kam sehr überraschend. Da hat er mich einfach mal weggesnackt. Ja, das ist Gift. Schönes, ekliges Gift.
Okay, Flammschmetterling, finde ich gut. Stimmt, das ist die Gegend, wo die Geräusche herkommen. Alter. Nein, 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 nein. Ernsthaft? Okay, wir wissen, da kommt gleich ein Hampelmann, der mich runterschubst. Genau, so nämlich. So, okay, was? Okay, der hängt nur runter ab. Das kann man auch mal machen, ne? Gut, gehen wir mal runter, ne? Mal gucken, was soll schon Schlimmes passieren. Aber wenn ich mich nicht irre, war hier irgendwo ein genau. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was es dort gab. Ob es sich lohnt, dahin zu springen. Oder ob es eher sinnlos ist. Ne? Das ist ja immer so der Sprung der Gerechten. Ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht. Okay, das würde nicht funktionieren. Wenn ich von hier jetzt, würde ich sterben. So viel zum Thema, wenn ich von hier aus springen würde, würde ich sterben. Also Einschätzung ist schon mal gut, ne? Die gute Einschätzung, ich habe. So, okay, jetzt kommt der Typ hier, ne? Nein, der Typ kommt nicht. Kann ich von hier aus kann ich niemals, oder? Warte mal, ich will mal kurz gucken. Ja, Alter, mein Herz. Hallo? Kommt er jetzt nicht hoch? Kommt er? Ernsthaft, der kommt nicht hoch? Ach, da ist er. Hä? Was ist mit dem kaputt? Oh. Der Keulenmann will mir sagen, was Sache ist. So, aber von hier aus, oder? Ach, let's go, weißt du, scheiß drauf. Es wäre halt zu witzig gewesen, wenn es geklappt hätte. Aber gut, wir lassen das einfach, ne? Wir lassen das. Wenn es wichtig ist. Aber so wichtig wird es nicht sein. Das Schlimme ist an der Sache, ich habe immer noch nicht meinen Ring
der Ausdauerheilung, Regeneration. Oh Gott. Die Typen sind, glaube ich, auch nicht ohne, ne? Die haben es faustdick hinter den Ohren. Wenn ihr versteht. Ja, ja. Ih, Gift. Mein Gott. Immer durchrennen, immer durch. Shit. Ach, ich hasse alles. Invasion des... Ja, come on, ich bin vergiftet und jetzt gibt's eine Invasion. Ach, komm. Wo ist er denn, der Hampelmann? Da ist er. Mit seinem riesenlangen Schwert. Verlassener. Schon wieder? Okay, zweihändig, ich verstehe. Alter, hör auf. Oh, was? Scheiße, nein! Ah, fuck! Oh Gott, sorry. Sorry, das war jetzt gerade nicht cool. Warum habe ich das jetzt so gehabt? Dankeschön. Dankeschön. So will ich das sehen und nicht anders. Oh Gott, das war ein knappes Ding. Morgenstern. Guten Morgen, guten Morgen. So, wunderbar. Hier gibt's nichts mehr. Okay. Ist er alleine? Denkt ihr, dass er alleine ist? Ach nö. Ja, ich glaube, der war alleine. Allein, allein, du kleines Schwein. Tralala. So. Okay, gut, das ist das. Das haben wir. Warum rennt er weg? Hat er was gesehen? Oh, hey. Super Tarnung. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Hallo. Ich höre schon wieder Geräusche, ne? Oh. Okay. Let's go. Oh nein! Oh. Ja. Sorry, da war mir gerade im Weg. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich getan? So, jetzt habe ich die Brücke runtergelassen, ne? Sehr gut. Was ist mit ihm? Hat er irgendwas genommen oder was hat er für Probleme? Da rennt er hier einfach los, wieso? War ich da? Nee. Ui. Ein göttlicher Ritter, der tot ist. Okay.
Cool. Dankeschön. Das gefällt mir gut. Junge, hey, warte. Warte doch mal. Mensch, jetzt lauf doch nicht. Mein Gott, was ist denn los? Warte, ich will dir helfen. Jetzt bleib doch mal stehen, Mensch, bleib stehen. So. Manometer. Kann vielleicht lästig werden. Oder lästig sein, ne? Rennt da einfach los wie so ein Besenkter. Okay. Gut, das sieht ja sehr einladend aus hier, ne? Sehr einladend, jawohl. Hallo, guten Tag. Oh, Bonfall. Du kannst nicht vorbei. Oh nein. Oh, hi. Okay, immer weiter ins Oh, hier gibt's Flüche. Hier gibt's Flüche. Und Skeletten. Wir sind Skeletten. Oh nein, Skeletten. Skeletten, die wieder aufstehen? Skeletten, die wieder aufstehen. Verdammt. Gut. Haben wir das. Wir brauchen unbedingt einen Schlüssel für das Bonfire. Oh, hi. Keulenmann und Bogenschütze. Ja, hi. Ist da gerade wieder so ein aggressiver Typ gewesen, der einfach nur wegrennt, um uns irgendwo hinzulocken? Oh, hi. Gott, muss man besonders aufpassen. Nein! Aus, pfui! Das Problem ist, hier ist irgendwo ein verkackter Zauberer, der uns den Arsch aufreißen will. Beziehungsweise der die beschwört. Warum rennt er so, als ob er... Ja. Okay, er will uns genau dorthin locken. Ich erlöse dich. Okay, gut, das ist das. Das haben wir. Wir gehen jetzt nicht zurück, denn wie gesagt, also wir könnten... Ich glaube, wir könnten sie töten, aber nur, wenn wir eine Heiligwaffe haben. Sprich, wenn... Wer ist das denn? Der Sensenmann of Doom oder was? Hallo, Sensenmann. So nämlich. Ah, das ist wieder ziemlich geil gemacht, ne? Du greifst den zweihändig an und durch den Ring. Na, den Ring habe ich doch, oder? Erhöht Balance, genau. Durch den Ring kann man viel besser den Gegner staggern. Immer schön bam, bam, bam. Das ist schon geil. Und so kann man theoretisch jeden Gegner, jeden Boss legen, wenn man weiß, wie man es am besten macht. Auf jeden Fall, wir haben einen Schlüssel. Das Gute ist, ich vermute mal, wir können damit das Bonfire aktivieren, beziehungsweise öffnen und können uns freuen, dass wir wieder Weg gespart haben. So, let's go. Dankeschön. Ach, ist das herrlich. Ich liebe es so sehr. Ach, guck mal, da ist ein Fremder. Hey, Fremder, wie geht's? Land to land to hold my blade.
was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way. He was no more than a backstabbing knife. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pint, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell you, he's a slick talker, so don't let him fool you. Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find a common footbed and put an end to his roguery. Oh cool, Geste lernen, geil, yay! Ja, dankeschön. Okay, cool, wir haben ihn gerettet. Wir haben jetzt den guten Pate kennengelernt. Hatten wir schon mal das Vergnügen mit ihm? Ich weiß es nicht. Wir haben ganz am Anfang so einen Typen gehabt, der gesagt hat, hier, das Tor ist irgendwie zu. Komm, wir gehen mal hoch. Das Tor ist zu und ich komme nicht rein. Ja, warte mal, hier war doch der Typ mit dem Schlüssel. Ne, genau. Das. Okay, wir sollen uns also von ihm in Acht nehmen. Es ist nicht der gute Patches. Ich weiß nicht, gab es Patches in DS2? Gab es den hier? Oh, Bogenschütze und Freund von hinten. Knüppelmann. Okay. Flammschmetterling ist gut. Alter, du Sau. Hör auf. So, wir gehen auf jeden Fall nochmal zurück zu den Skeletten. Scheiße, Magie. Magie. Ich muss weg. Oh nein, nein. Ist das der Typ, der die Geister beschwört? Alter, kommen die jetzt wirklich bis hier hin? Nee. Okay, warte. Hier. So. So, abfahrt. Ja, ist gut. Alter. Du Sau. Sehr schön, jetzt haben wir ihn erwischt. Ja, so schnell geht's, ne? So schnell kann's gehen. Einfach den Totenbeschwörer töten und dann kommen wir hier weit. Excuse me, wären Sie so freundlich und würden mir das Tor öffnen? Hallo, würden Sie mir das Tor öffnen, bitte? Oh, Waffe in Gefahr.
Nein, wir haben nur einmal Reparaturpulver. Merken, wir müssen uns Reparaturpulver kaufen. Kann ich? Wärst du so freundlich? Wärst du... Da ist Hebel. Du Hebel drücken, du Hebel aktivieren. Du nicht öffnen? Na dann, du tschüss. Ja, wer nicht will, der hat schon. Okay, hier ist Hallo. Nein! Ich hasse es. Tralalalala. Das nennt man mal Schuss in den Ofen Extreme. Der Typ ist weg, das ist schön. Okay, also das gleiche Spiel noch. Alter, ist das dunkel hier. Ja. Nee, doch nicht. Okay, cool. Macht er jetzt vielleicht das Tor auf? Also, das Gute ist, er weiß zumindest, wo der Hebel ist. Das Problem ist, er weiß nicht, wie er ihn aktivieren soll. Mensch, schade. Skelette und Hebel, das ist so ein Problem, ne? Ja gut, wenn man keine Hände frei hat, dann ist das noch problematischer. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil unsere Freunde wieder leben. Ja, genau so nämlich. Kack der Bogenschütze, da. Das Maul, Junge. So, Greetings. Ja, Keulenmann und... Brauchen ist Diebeschwert. Ja, geil, kaufe ich mir was. Damit kaufe ich mir was Feines. Okay, das war also nicht die Gegend, wo der Zauberer ist. Das ist schade. Oh. Hi. Alter. Wie uncool ist das bitte? Und wie laut ist das bitte? Okay. Oh, hier, er lebt ja noch, stimmt. Ja, wartet. Hallo. Komm her. Nein, warum? Estes Scherbe, geil, sehr schön. So, erstmal Shortcut aktivieren. Wunderbar. Oh, ich habe Schiss, ne? Scheiß drauf. Nein, oh Gott, Junge. Ja, das war sehr aufschlussreich. Okay, Bro.
Guten Tag. Oh. Okay. Ist ja gut, Mensch. Okay, gut. Also, wie schon gesagt, die Taktik mit dem Zwei-Schwerter-Stil ist schon gut, wenn es nicht mehr als ein Gegner ist. Wenn es mehr als ein Gegner ist, naja, ihr habt es ja selbst gesehen. Autsch, autsch. Und unsere Freunde sind wieder da, diese verkackten Räder des Todes. Oh, wow, wow, hallo. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, prügel mich halt mit deinem Knüppel. Bitte. Okay, das Problem ist jetzt bei den beiden oder bei den dreien, vieren, fünfen. Ich glaube, wir müssen alle Skelette töten. Und wie gesagt, da ist wieder dieses Rad, ne? Okay, 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 gut, 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 gut. Das Blöde ist halt, wenn du keine Fackel hast, ne? Wunderbar. Naja, hat sich's doch gelohnt.
Scheiße. Oh Gott. Nein. Ja, Mann. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Geil. Gerippenfürstenseele. Das kann ich nicht zerstören. Schade. Okay, cool. Das war jetzt das gewesen. Das war aber auch wieder interessant, weil man halt wirklich jeden besiegen musste. Ne? Aber ja, die großen Typen... Gott, ist das laut hier. Wo geht's raus? Warte mal, ich bin von hier gekommen, ne? Ah, okay. So, jetzt ist es etwas ruhiger, jetzt können wir besser reden. Also, was ich sagen wollte, bei dem Boss war es halt wirklich so, ne, erst die Großen erledigen, weil die halt wirklich sehr viel Schaden gemacht haben und dann am Ende einfach nur noch, ja, auf gut Glück dich durchprügeln und überleben. Ne, einfach alles wegschnetzeln und weiter geht's. Finde ich gut. Können schon wieder leveln. Finde ich auch gut. Leveln immer gut. Okay, da will ich nicht hin, da will ich nicht hin. Aber das war halt jetzt kein großes Phänomen, kein großer Boss oder so, ne? Es war einfach nur, ja, weil halt da ist. Okay, kein Schaden. Okay. Ich befürchte, das Schlimmste, oh ja, das Schlimmste kommt noch, wenn ich sehe, dass hier... Oh, hallo. Wer sind Sie denn? Kennen wir uns? Zeig mal, was hast du denn Schönes? Also, du hast Asketenleuchtfeuer. Ja, das brauchen wir nicht. Und sie hat erneuter Tod, Hexerei, Wunder, die wir alle nicht nutzen können. Also, weiter geht's. Ich kam hier in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison. You can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How
is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again, if we live that long. So, mal gucken. Okay. Gut, danke schön. Ui! 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 Hm, gut hinhören, Skelett, ne? Ja, und jetzt sind wir wieder da angekommen, wo wir beim letzten Mal schon gewesen sind, beziehungsweise in einem weiteren Gebiet, was Frust auf jeden Fall hoch geschrieben steht. Das gute Giftgebiet Number 2. Das aber nicht so bescheiden ist wie das Gebiet, wo wir gewesen sind. Auch wenn hier Gift sehr groß geschrieben wird. Autsch, dumme Sau. Genau. Okay, haben wir, gut. Gut, wir können ihn nicht anvisieren, das ist schade. Gibt's halt sehr viel Zeug zum Looten, ne? Okay, wir können durchrennen. Und los. Und tschüss. Geräusche? Nein! Oh, Scheiße. Okay. Nein! Wehe! Was zum... Alter, mein Herz, ne? Alter, du dummes... Oh Gott. Du dummes Etwas. Ey, der Typ, ne? Duftzweig. Geil. Oh, ach, guck mal. Grüße. Gavlan, du alter Hautdegen, was geht ab? Erhöht Balance, den haben wir doch schon. Ach, guck mal, bei ihm können wir sehr viel Zeug kaufen. Ja, gib mal her, komm, let's go. Scheiß auf die Menge. Much deal. Gavlan gibt mir Grimm Großaxt. Cool. Danke, Gavlan. Ja, Gavlan, ich heim. Ich gehe in Heim und Heim macht Gift. Kuterstein. Den brauchen wir für später. Für Vögelein. Für die Zwitschwitsch-Vögelein. So, du Typ. Komm her, du großer, böser Pimpf. Ja, genau so nämlich. Genau, Strafe muss sein. Wir kriegen einfach nur ein Wurfmesser. Okay, hier unten geht's weiter. Let's go. Ach nee, ist nur eine Kiste. Toll. Thank you.
Und weiter geht's. Alter, hier gibt's so viel zu looten. Das ist ja Wahnsinn. Was war das jetzt? Ich steckte gerade in ihm drinne und wurde von beiden ge... Was? Hä? Haben die mich jetzt wirklich so lieb gehabt? Na, toll. Okay, gut, aber hey, wir haben's, ne? Wir können jetzt einfach durchrennen, weil wir haben ja... Oder, warte mal. Doch, ich tu's. Nein, nein, kein Fluch. Ey, alles aber kein Fluch, ne? Fluch ist nicht cool. Hallo. So, okay. Ich brauche meine Se... Ich überlege, ob ich meine Seelen hole und dann den Heimkehrknochen nutze, weil ich Dinge machen will. Oh, sehr gut, von hinten. Menschenbild, Dankeschön. Boah, Junge, warum muss das so verdammt laut sein? Warum musste... Ernsthaft? Ey, ich wäre jetzt straight durchgerannt und wäre dabei gestorben. Wie uncool ist das denn? Warum kommt die Brücke immer wieder runter? Warum bleibt die nicht unten? Fragen über Fragen, ne? Okay, gut. Hier ist nichts, da war nichts. So, hier oben müsste sie jetzt, entweder sie sitzt hier oder sie ist jetzt in Machula. Home sweet home. Und sie ist nicht mehr... Nee. Ach, guck mal, Bonfire. Geil. Um ins Feuer zu gehen, musst du vergiftet werden. Nutze das Gift, um... Ja. Shit. Das Problem ist, das Gift haftet an uns, ne? Ja, das Gift haftet an uns. Meine Seelen sind da drinnen. Oh. Und Abfahrt. Nein. Alter.
Oh, nö. Danke. So, haben wir jetzt hier alles mitgenommen oder gibt es hier noch? Ich glaube, hier oben war noch was, ne? Genau, hier war noch was. Warte mal, hier geht's weiter, oder? Ja, hier geht's weiter. Okay, cool. Also wir haben Bonfire, das ist gut. Ich will nur gucken, was es hier gibt. Und ich sehe, es gibt, oh Gott, Feuerbälle. Es gibt Feuerbälle. Okay, ich komme nicht mehr. Ja, ich glaube, es ist Zeit. Warte mal, das ist jetzt das Bonfire. Okay, gut. Meeting you here. Speak up if you need anything at all right? No interest. See. No interest. Tschu. Ich bin stinksauer. Oh, ich dachte, sie ist weg. Okay, wir haben keine Seelen mehr. Wir sind leer. Na gut, 116, aber das ist ja nichts mehr, ne? Ist ja nichts mehr. Okay, können wir wieder zurückgehen. Dahin. Abfahrt. Boah, es ist so ätzend, ne? Kann ich? Man sieht halt richtig das Gift am Körper, ne? Na komm. Na komm, werd weniger. Komm, komm schon, schaffst das. Los. Dankeschön. Okay. Zurück zur hier. So, nochmal kurz gucken. Giftresistenz war da oben, war perfekt. Oh. Giftresistenz 13. Okay. 17, aber warte. 26, 36, okay, gut, dann ziehen wir unseren altmodischen Klamauk wieder an. Also ich gucke jetzt nur bei Gift, ne, dass man das richtig nachvollzieht.
Gut, let's go. So, sehr schön. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nicht mal Zeit zum Aufstehen gehabt, ne? Einfach gleich. Alter, die dunkle Magie ist in ihm explodiert und die Feuerbälle kommen gefliegt. Oh. Ja, das, Partytime, Partytime. Feuerwehr, Feuerwehr. Achso, da lang. Ja, toll. Na komm, Baby. Dankeschön. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Na, macht's gut. Und du auch. Kein Risiko eingehen. Ich habe keinen Bock, dass der Typ aggro wird. Oh, sehr schön. Bonfeuer. Geil. Nice, weiter geht's. Oh, Goldgrube. Nein! 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 Schlag zu! Schlag! Das tut weh. Das tut weh. Es sind zwei Stück. Es sind zwei Stück. Eins kriegt man auf jeden Fall. Bei dem anderen eher so, meh. Aber schade. Na gut, wir sind ja... Wir haben ja jetzt hier einen Save Point, also... Oh, verdammt! Bigger, bigger Junge! Ein großer Junge, hä? Ist ein großer Junge mit deiner Genki-Dame oder was das ist. Denkst du, bist cool, hä? Ah. Mist. Gut. Hätte der das Ding zerstören können? Nur so gefragt. Was ist das? Nein. Ja, nein. Yay. Oh Gott. Ich hör's doch schon. Aber es dauert länger mit dem Gift. Es dauert länger. Das ist gut. Auch wenn ich gerade absolut nichts sehe da drin, kann ich eine Bombe werfen? Amin, ist das nicht was Explodierendes? Hexerrune explodiert und richtet Finsternis Schaden an. Ja, nee, das brauche ich jetzt nicht. Okay, ich würde sagen, let's go, ne? Aber wenn ich nichts sehe, aber wenn ich absolut nichts sehe, außer dass hier ein Skelett ist, es ist scheiße, ich sehe nichts. Na gut, dann lass mal. Ne, wobei, ich komme jetzt nicht mal runter. Oh nein. Ich muss jetzt da durch. Verdammt. Oh, hier.
Okay, cool. Was explodiert hier bitte? Noch eine Hexe? Oh, Mr. Hammerhead. Mr. Hammerhead. Oh. Autsch. Ich wollte gerade sagen, ich sterbe jetzt sicherlich an den Feuerbällen. Oh shit. Das ist doch nicht wahr. Was haben die immer mit ihrem verkackten Gift? Ach, jetzt haben wir noch eine Chance. Nein, visier doch richtig. Nein, du bist doch. Nein, jetzt mach. Jetzt hau drauf. Dankeschön. So. Okay, einen haben wir. Wie gesagt, ich finde es gut, dass die nur einmal existieren und nicht wiederkommen. Ja, danke. Schöne Feuerball-Action. Ja. Einfach mal eine Abkürzung nehmen. Wo ist die? Wo ist die Socke? Hallo? Ah, hallo. Alter, der stirbt durchs Gift. Das gefällt mir wiederum. Das gefällt mir, wenn die Gegner ihr eigenes Gift bekommen und dabei selber Schaden erleiden. Das macht mich wieder halbwegs glücklich. Es wäre ja uncool, ne? Die sind vergiftet, also, ne? Und denen passiert nichts. Oh, was ist das denn? Ha, hallo? Knien. Okay. Eidleisten. Ja. Okay. Eid mit der Helligkeit. Sonnensiegel. Geste lernen. Gelobt sei die Sonne. Praise the sun. Und hier, bitteschön. Haben wir nichts. Okay, gut. Gelobt sei die Sonne. So einfach geht's. Nicht groß reden, sondern einfach bam. Einfach ja und fertig. Jetzt sind wir ganz im Zeichen der Sonne. So, die Giftfässer sind mir Boogie. Habe ich schon gesagt, dass ich das feiere, wenn die sich selbst vergiften? Oh nein. Oh, hallo Miss. Ah! Okay. Gut, 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 gut. Sag mal, war das jetzt Creeper-Mode oder was? Hat die sich jetzt in den Creeper verwandelt und hat sich in die Luft gejagt? Zumindest mich. Gut, das fand ich jetzt nicht so schön, ne? Aber das Gute ist, wir können uns hier nochmal so einen schönen Dings angeln, wenn ich es schaffe. Dankeschön. So. Und den kriegt man nicht. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal hole ich dich. Dann mache ich dich fertig, Junge. Kaputt mache ich dich.
So, da hinten ist noch Gift. Hier, der wird jetzt vergiftet, der gleich kommt. Genau. Hallo. Dankeschön. Wow. Explosion, ne? Göttlich. So, und bei ihm? Ja, bei ihm wart mal. Wow. Was bist du denn, der kopflose Nick? Alter. So. Ja. Schönes Gebiet. Ach du Scheiße. Okay, jetzt sind wir in einem Gebiet, wo ich weiß, dass man hier Dinge tun kann, damit der Boss einfacher wird, weil der Boss ist etwas kompliziert. Dieser Boss zumindest ist etwas hartnäckig, sagen wir es mal so. Er ist ziemlich hartnäckig, ziemlich ätzend. So, Mrs. Creeper. Verpiss dich. Noch jemand? Ah. Nein. Nein. Leute, bitte. Kein Gift. Ne? Gift ist böse. Seht ihr, das passiert, wenn ihr sowas macht. Okay. Nein, ich... Es war einfach nur eine Falle. Es war einfach nur eine miese, stinkende Giftfalle. Es ist doch zum Mäusemelken. Es ist zum Heulen. So, da gehe ich noch nicht rein. Oder? Nee. Wir gucken uns noch mal kurz hier unten um. Und zwar, da ist der Pilz. Okay. Also für mich sieht es aus wie ein Pilz, sorry. Wenn es nicht so sein sollte. Und hopp. Juhu. Mitten rein in dieses... Okay. Ready, go. Oh, Grüße. Alter, jetzt mal drück ich die falsche Taste, ne? Giftbissring. Oh, ja, oh mein Gott, ja, bitte. Ring des Bündnis. Bekannt sind die Pizzo. Giftbissring erhöht Giftresistenz. Oh, Leute, wir haben Checkpoint. Grüße. Hartstahlring 1. Alter, jetzt geht's wohl los hier. Erhöht körperliche Abwehr. Klingt gut. Mal gucken, wofür es brauchbar ist. Oder warte mal, jetzt habe ich den guten Ring rausgenommen, ne?
So. I found my thoughts growing hazy. My memories are fading, oldest first. The curse is doing its work upon me. I am frightened. Terribly so. If everything should fade, what would be left of me? I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all of Mira. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then, one day, he was gone. Lost without a trace. Now I'm certain that he was taken by the curse. Okay. If only someone would hear my tale. My brother must have come here, too. Soon I may forget even about him. If only someone would hear my tale. Okay. Tschüssi. Danke für die Info. So, Giftresistenz ist hoch. Sieht jetzt nicht gerade sehr episch aus, ne? Aber hey. Gut, wir sind komplett in Gift eingehüllt, also ist es im Endeffekt auch egal. Aber wir haben jetzt den Giftring. Also langsam wird es mit dem Gift relativ gut, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal durch den Nebel. Auch wenn ich weiß, es wird einen Katastrophenfall geben. Also es wird kompletter Reinfall. Kurz heilen noch. Entweder es wird ein Reinfall oder wir haben Glück und treffen jetzt noch nicht auf den Gegner. Natürlich. Hab so... Oh, was ist das denn? Hallo. Was bist du denn? Jabba the Hutt? Bist du Jabba the Hutt? Oh nein. Oh yeah. Fat Roll. Junge, du machst Fat Roll. Also jetzt brauche ich den Ring, ne? Jetzt brauche ich den Ring. Den Ring der Schnelligkeit, der Chloratin-Ring. Gedünnt. Und tschüss. Alter, du Sau. Geh weg. So. Sehr schön. Habsucht, Dämonseele. Erfolgreich einverleibt. Wir sind von da gekommen und können jetzt da hochgehen, beziehungsweise hier lang, ne? Genau. So. Hallo. Oh. Bonfire. Geil. Liebe. Liebe. Da, 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 da. Grüße. Och nö. Oh, nee. Komm, ey, komm. Gehst du weg. Komm. Put. Ja. Siehst du, das passiert, wenn man sich mit Gift anlegt. Gift ist böse. Gut, der Typ ist weg. Ja, Gift, ne? Ich war. Oh Gott. Okay, das sind Giftfässer. Die sind böse. Gut.
Aber hier war jetzt nichts, ne? Nee. Oh, okay, das hat sich schon von alleine erledigt. Ja, dachte ich mir schon. Alles go. Oh Gott. Nein, nicht die Kiste, nicht die. Nein, nein. Oh, ist denn das die Möglichkeit? Ist das die Möglichkeit? Wenn ich schon sterbe, dann so, ne? Schade, dass dahinter nichts versteckt ist. Es wäre so gut, ne? So. So, warte mal. Natürlich versuche ich gleich dahin zu springen, ne? Aber erstmal. Das Peinliche ist halt, ich habe nicht mal die Kiste geöffnet. Eine Picke. Geht das? Das geht nicht. Oder würde gehen, aber ich will es nicht probieren. Es tut so weh, das zu sehen. Alter. Der ist jetzt schon da? Hallo. Autsch.
Ach Mist. Ist das Gift stärker oder kommt mir das gerade nur so vor? Ah ja, warum kann ich das machen? Oh, cool. Das klingt weniger gut. Aha. Ach, Grüße. Ach, doof, ne? Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ach Mensch, du, das ist ja mal, ne? Das tut mir jetzt aber leid. Ah, shit. Fire. Feuer gegen Feuer. Ganz böse Sache. Okay, sieht gut aus. Willst du mich verarschen? Ja, das sah sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Oh Mann, Junge, Junge. So. Komm schon. Hör auf, nein! Nein! Das ist zum Heulen. Das ist zum Heulen. Die Jutenseelen sind weg. Okay, gut. Das. Okay, das ist enttäuschend. Aber passiert. Das passiert. Den Besten. Aber es darf nicht passieren. Gute ist, jetzt kann ich testen, ob ich hier einfach durchrushen kann. Außer bei ihm natürlich. Ihn treffe ich nicht mal. Ich bin so gut, ne? Ich treffe ihn nicht mal. Haha, so witzig. Oh Gott.
Oh mein Gott. Gift, ich danke dir, Gift. Du bist gut. Okay, jetzt ist Gift gut. Ne? Gift schlecht, Gift böse, Gift gut. Egal wie man es macht. Ach Mist. So, sehr gut. Okay, Falle. Ja. Vergessen. Oh, hallo, wer bist du denn? Bist du Drunken Master? Shush. You'll be just. Stay quiet. I'm on the run. Don't get me away. You're a fugitive too, eh? Yeah. Why else would you be here? It's got death written all over it. Okay, den kenne ich auch nicht. Ja, let's go, ne? All right. It'll be just a moment. Go on ahead. I won't offer this to you twice. Oh, cool. Bei ihm kann man Sachen kaufen. Ey, ich kenne ihn gar nicht. Ein Ornament mit der Abbildung einer Leiter. Ist, glaube ich, bestimmt irgendwas Wichtiges. Irgendwas Bedeutsames ist das. Ein Ornament. Geste lernen? Kniefall. Can't live.
almighty. I'm not going to do it this dumb. God almighty. Okay, cool, wir haben eine Leiter bekommen, das ist cool. Ey, ja nee, ey, nix ey. Shortcut, gibt's hier ein Bonfire, gibt's hier irgendwas Cooles? Ah. Fahrer's Walzverkünder, Glitzer, Titanit, finde ich alles super gut. Gefällt mir gut, kann ich hier runterfallen, ohne dabei zu sterben? Lohnt sich das überhaupt? Nee, nee, lohnt sich nicht, nicht wirklich, ne? Gut. Okay, ja, kommen die paar Seelen, ne? Also bitte. Aber den Typen kannte ich jetzt noch nicht. Vielleicht habe ich ihn mal gesehen, zufällig, aber. Also jetzt woanders, ne? Okay, weiter geht's. Ach, hallo. Doppelpack. Doppelpack. Natürlich, mit Gift. Natürlich, mit Gift in Action. Und dabei gleich sterben, ne? Man kennt's. So, okay, gut. Das waren die beiden. Oh, wow, 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 wow. Okay, gut gekämpft, du hast. Ich hab Angst. Ich bin ehrlich. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen dieses Ding irgendwie ausschalten. Cool. Scheiße. Nein, nein. Nein! Theoretisch kann ich hier reingehen, oder? Ah, okay. Leuchtfeuer. Sehr gut. Sehr gut. Ja.
Nein, 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 nein. Oh ja. So, okay. Ja, die Ruhen, also die Seelen sind mir jetzt erstmal boogie. Ich will erstmal gucken, was hier oben. Alter, ernsthaft. Perfekt. Perfekt. Das gefällt mir. Also, das ist sehr gut. Ne, jetzt habe ich zwar die Hampelmänner am Hals, aber hey. Das. Ja, komm. Okay. Der schon wieder. Nein, nein. Das war böse. Aber okay, wir wissen, dass da jemand ist. Alter, 18 Menschlichkeit. Ja, komm. Weißt du? Kann man sich doch mal gönnen, ne? Ja, kann. Man kann es sich gönnen, man kann es aber auch wieder versemmeln. Geil, ich liebe es. Oh, Verzweiflung. Alter, ist das mies. Ist das mies. Warum kommt die, vor allem, warum kommen die sofort dann angerannt, ne? Ach nee, stimmt, das sind die beiden, die, die hier sind, ne? Die ja runtergesprungen kommen. Genau, die sind es. Ja, ja, so sieht's nämlich aus. Ja, ich habe euch durchschaut. Ach du. Ach, jetzt ist doch mal gut, Mensch.
Prioritäten setzen. Das klingt so eklig. Ach, das sind die Pilze wieder. Ja, ich weiß. Ja, komm. Ist das eine Falle? Ja, es ist eine... Ah, Mensch. Ja, ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum dort ein Schloss dran ist. So, okay. Das ist, glaube ich, auch eine Falle. Aber scheiß drauf, ich nehme es gerne entgegen. Ja. Okay. Okay, wo bin ich jetzt? Oh. Ach, sehr schön. Perfektes Timing. So. Natürlich war das jetzt ein Fehler, weil die alle wieder da sind, ne? Vor allem die nette Feuerdame ist wieder da. Ach, hier ist nochmal. Nein, mein Gott, Priorität. So. Ich muss noch mal zu dieser Maschine. Genau. Okay, was zum Teufel war das denn bitte? Komm, ich will noch mal dahin. Und dann will ich vielleicht mal zur Königin gehen, zur Frau. Aber nur vielleicht. Aber auch eine Socke, ne? Da kommt er einfach hier rumgesprungen, von da nach da. Na komm, danke. Falsche Taste. So.
Oh. Okay. Nein. Ich glaube, war keine gute Idee, ne? So. War hier nicht irgendwas? Ja, stimmt, wir sind ja nie nach oben gefahren. Stimmt eigentlich. Ach nö. Ach Mann. Okay, letzter Versuch. Letzter Try. Naja gut, alles links liegen lassen, außer diesen Typen, ey. Der Typ, ne? So geht's natürlich auch, ne? Oh, jetzt ist meine Fresse. Nee, nee. Die schnetzeln wie die Wahnsinnigen. Ich will das jetzt schaffen. Ich will jetzt da hoch. Ich will da hoch. Okay. Schade. Genau.
So, gucken wir mal, was hier oben Schönes ist, wenn überhaupt. Okay, ein Schild. Schilder sind gut, aber ich weiß nicht, ob das hier so gut ist. Naja, egal. Gab es hier noch irgendwas? Hier war die verschlossene Tür. Der Typ ist immer noch da. Okay. So, hier war auch nichts mehr. Hier könnte ich rüberspringen. Oh Gott. Ach komm, scheiß drauf. Sehr schön. Okay. Da ist eine Tür. Ah, alles klar. I see. Wenn ich schaffe. Okay, ich versuche es noch einmal. Och nee. Dass es hier keinen Schalter gibt. Oder irgendwas. Ach, Grüße.
Och du Sau. Nein! Mann, kennt ihr das, wenn ihr nicht aufhören wollt, wenn ihr einfach weitermachen wollt? Ach Mann, okay, gut. Gut, okay, ich muss jetzt erstmal, ja, Break machen, Pause, beziehungsweise das war eine weitere Folge Dark Souls 2 Scholar of the Frost Sin. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gerne ein Like da oder eben einen Kommentar. Und in der nächsten Folge werden wir vermutlich mal zur Bossgegnerin gehen, die Königin des Giftes, glaube ich zumindest, wenn das die ist, aber ja, es müsste die sein. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und bis dahin erstmal tschüss.